Spitze, das wär geschafft. Jetzt kommt der lustige Teil. Zurücklehnen und absahnen. Ja, und damit wären wir durch. Der Prolog ist einfach nur mega. Wie gesagt, das ist WarioWare Gold, die Demo. Und ich habe mir gedacht, ey, klar, Demo kann jeder spielen. Aber ich sag mal so, dabei zu zeigen, wie man dann ordentlich verliert, ist dann eine andere Sache. Wir gucken uns mal ein bisschen die Demo an. Ich habe jetzt ein paar Minuten gesetzt und wir fangen, ohne großartig zu quatschen, fangen wir direkt an mit der Knöpfeliga. Bei der Knöpfeliga dreht sich alles um die Knopfsteuerung. Damit meine ich Steuerkreuz und A-Knopf, klar? Das sind sie, die Knöpfe zum Sieg. Man braucht aber nicht alle in jedem Spiel. Nur Steuerkreuz oder nur A-Knopf sind manchmal schon genug. Passt also genau auf, kapiert? Dann kann's also jetzt losgehen! Also klar, die Synchro, die englische Synchro ist besser als die deutsche, aber ich finde die deutsche trotzdem schon verdammt gut gelungen. Und sonst ist das halt WarioWare. Also quasi so ein Best-of. Ich geb dir 10. Hi. Und es sieht einfach, also es sieht echt gut aus. Wie? Nicht schlecht. Das geht noch schneller. Okay, offen. Und natürlich wird es schwerer. Jetzt habt ihr jetzt. Oh. Was war denn das? Ja, gute Frage. Jetzt wird's heftig. Okay, ein bisschen schief der Robi, aber passt schon. Ab ins Wasser mit dir. Bestens. Über den Däh, ich will so. Aber Knopf drücken ist halt nicht allermanns Sache. 7. Oh. 1, 2, 3, 1, 2. Ja, mega Zauberspruch. Hurra! Let's go! Okay, bei dem Spiel sollte ich auf dem Display gucken. Aber dazu werde ich definitiv auch noch ein Video machen, weil ich ohne Witz Mario wäre so ein Ding. Gott! Nein! Pass doch auf! Pass doch auf! Boah! Das geht noch schneller. Und schneller. Kriege ich meinen Rekord gebrochen? Yes! Ohne auf den Bildschirm zu gucken. Famos! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppla. Das reicht. Ein neuer Rekord. Naja, gut, ich habe mich um 2 verbessert. Knöpfe drücken ist halt nicht mein Ding. Aber wie gesagt. Mario. ich finde die Synchro einfach nur super. Ist einfach klasse. Sonst, die anderen Minispiele sind natürlich auch klasse, weil, okay, klar, sie sind angelehnt an die anderen Teile wie, also das mit den Knöpfen ist ganz klar GBA, das mit dem Touch kommt aus den ganzen, kommt aus den DS-Teilen und der Gyro ist halt die fast die Wii-Fassung. Und Ultra geht dann richtig ab. Aber wir machen jetzt mal Gyro. Wir haben ja den ganzen Tag lang Zeit, um uns die Demo hier anzugucken. Beim Gyro-Liga spielen muss man die Konsole bewegen. Achte darauf, wie du die Konsole hältst und neige sie nach links oder nach rechts. Stell dir vor, du lenkst ein Auto. Der A-Knopf kann manchmal nützlich sein, also sei wachsam. Fertig? Na dann leg endlich los! Was mir gerade aufgefallen ist, ne? Der hat den 3DS bewegt mit extra Handschuhen. Also so. Schwein bleibt schön drin. Aber es sind auch jede Menge neue Spiele drin. Zumindest von Spielen, wo ich dich noch nicht kenne. Klar, viele werden jetzt sagen, ja, ey, Alter, das sieht so... Das ist geil.
surfen, okay. Ich glaube, damit kriege ich heute kein Halskeulen. Die Banane muss raus! Das ist so geil. Könnte meinen, es ist selber. Aber nur ein bisschen. Uff. Wenn später schneller wird, dann holla die Waldfee. Das hier, das ist ja noch alles Pillepalle. Hurra! Der Reis muss raus! Jo! Jetzt wird's heftig! Weiter geht's! Ja klar, natürlich hätte man das Spiel auch als Handyspiel rausbringen können, aber... nee, andersrum. Zack. Aber irgendwie, ich finde es auf dem 3DS ein bisschen besser. Und es toppt auch das Game in Wario. Und das ist nur die Demo. Jo! Nein, ich falle, nicht fallen, nicht fallen! Gott! Das geht noch schneller! Und weg. Feuer! Nein, das Schwein ist weg! Und raus. Das geht noch schneller. Sieht an mit deinem Kamera natürlich legendär. Super aus! Nein! Das Schwein ist schon wieder weg. Was war denn das? Frag nicht. Das geht noch schneller. Alter Schwede. Nein! Oh, ich hab's doch geschafft. Und ab geht's. Das reicht. Gott. Kann sich sehen lassen. Ach, guck mal, siehst du mal, ich hab 41 Mal geschafft. Oh Gott. Da hab ich aber definitiv trockene Hände gehabt. Ich hatte gerade echt ein paar Mal Schiss gehabt, dass mir der 3DS flöten geht. Ah, Mann, ey, aber es macht schon echt Spaß. Wir machen jetzt noch die letzte, wirklich die letzte Kategorie. Kann sich sehen. Wobei eigentlich, ja, ich, also, na komm, wir machen Touch noch. Ich finde die Erläuterung auch so super. Touch-Liga-Spiele spielt man mit dem Touchpen. Berühre mit ihm den Touchscreen. Manchmal reicht Berühren aber nicht. Dann musst du vielleicht eine Linie zeichnen oder Sachen verschieben oder so. Hi. Wie bitte? Du hast gar keinen Touchpen? Na? Dein Finger tut es natürlich auch. Na gut, dann legen wir mal los. Natürlich habe ich einen. Ich geh mal schon. Let's go. Ist nicht so schwer, aber ich glaube, jetzt muss ich hier ein bisschen mehr drauf gucken. Okay. War jetzt nicht so schwer. Und sauber. Nicht schlecht. Und ab geht's. Während
Also beim ersten Mal habe ich es auch nicht verstanden. Man muss da wirklich nach dem Geist suchen. Abholen. Das kennt man noch aus dem DS-Teil. Definitiv. Blau durchtrennen. Hi. Sehr gut. Vielleicht sollte ich permanent da drauf gucken. Es tut mir sehr leid, aber leider geht's nicht anders. So. Und die Switches an. Und das Fischkopf. Ich hab's doch vorgesagt. Sauber. Das hoffe ich doch. Das geht noch schneller. Oh je. Rollt's wieder auf, ja? Blau durchtrennen 1. Da ist er. Jetzt wird's heftig. Der Panda, er musste weg. Aber es sah sehr creepy aus. Und den. Darauf muss man vorbereitet sein. Merke. Fuck. Streng dich gefälligst an! Ja. Und ab geht's! Ganz entspannt. Der Hamster. Rot. Weiter geht's. Also. Und ab geht's. Und noch schneller. Gott. Also wie Joy-Cons an die Switch ranpacken, das kann ich. Boah, war aber knapp. Der Junge ist es. Yes. Nein. Nein! Der Punkt da oben. Alter Schwede. Gelb. Alter! Nicht übel! Boah, ich hab 37 mal gemacht. Ja gut, okay, wenn die Kamera läuft, bin ich grundsätzlich schlechter. So, Touchpad wieder zurück. Aber wie gesagt, da gibt es so viele geile Sachen. Dann in der Vollversion. Ich bin da echt gespannt. Also das, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das euch zeigen werde, aber ich werde es euch zeigen. Hast jede Liga geschafft, was? Hi. Dann hast du das Unmögliche wahrgemacht. Bis jetzt zieh dich besser warm an. Okay. Lust auf was Neues? Dann viel Spaß bei der Niederlage in der Ultraliga. Oh. Okay, weil jetzt kommt alles zusammen. Touch. Und hier kannst du nicht mal den Stift benutzen. Oder wechselst zwischen Knöpfen und so weiter. Büro. Ihr seht schon, man wechselt nämlich jetzt permanent quer durch Knöpfe. Und das ist dann schon ein bisschen hart. Das geht noch schneller. Wobei am Anfang ist es noch einfach. Touch. Kein Papier verschwinden, ja. Jetzt wird's heftig. Knöpfe.
Köpfe. Kein Thema. Hacken. Okay, habe ich. Yes! Gut gemacht! Wobei war noch keine Kunst. Nicht schlecht! Auf jeden Fall. Und ab geht's! Gefunden! Das war verguckt so. Ich geh aufs Klo. Da malt er einfach noch was dazu, die Sau. Hallo. Und tschüss. Er hat alles gefuttert. Nicht möglich. Doch, ist es. Das geht noch schneller. Oh. Mit meinen Wurstfingern, echt? Ach, wie frech. Den roten. Nein! Das Schwein ist weg! Was war denn das? Ja, frag mich nicht. Yes! Atlas! Das geht doch schneller! Voll. Ganz entspannt. Ach, raus mit dir! 1, 2, 3. Ich hab meine Tür aufgerissen. Das geht doch schneller. Oh. Merken. Okay. Scheiße. Oh. Nein, ich hab den Einsatz verpasst. Scheiße. Fall nicht runter. Yes. Das reicht. Oh Mann, ey. Oh, ein Punkt vor Rekord. Ah. Bis dann. Yo. Also, wie gesagt, ich bleib dabei. Für mich ist das Ding ein Kauf. Hau rein. Du auch. In dem Sinne, ja. Das war... quasi die Demo zu WarioWare. Meine Fresse, ist das Spiel toll. Nee, es kommt raus. Ich glaube, ich habe es gerade noch gelesen. 4. August kommt es dann raus und ja, ich glaube, dazu werde ich dann auch noch was zeigen. Ich weiß nur noch nicht, ob live oder vielleicht doch in einem Video. Muss ich mal gucken. Wobei in einem Video ist das schon echt fancy, was ich jetzt gerade schon erlebt habe, live vor der Kamera. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wie gesagt, das war Demo-Salat. Diesmal, ich wünsche euch noch eine schöne... ja, eine schöne Woche, schöne Ferien. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao.